Mein Name ist Eileen Zumstein und ich begrüße Professor Dr. Andreas Dietrich. Er ist Leiter des Instituts für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern zu einem Gespräch zum Thema Digital Banking und Fintech. Andreas, kommen wir gleich auf den Punkt, wie digital sind die Schweizer Banken und wer nimmt hier eine Vorreiterrolle ein? Das ist eine einfache Frage, aber ich möchte ein bisschen ausholen zu diesem Thema. Ich glaube, wenn man es in einem breiten Aspekt anschaut, also wirklich die Funktionalitätsbreite, die die verschiedenen Banken anbietet, da haben wir gerade kürzlich eine Studie gemacht und anhand von 78 Funktionalitäten untersucht, welche Banken haben das breiteste Angebot. Und das sind dann eigentlich wenig überraschend die Großen, also die UBS, die vorne wegschwingt mit 65 dieser 87 Punkten. Dann die Credit Suisse und die PostFinance, Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank. Aber wenn man in die Vorreiterrolle reingeht, das ist mehr in der Breite, oder? Wenn man in die Vorreiterrolle reingeht, dann sind es manchmal auch kleine Institute, die sehr gute Dinge machen. Also die Hypi Lenzburg ist Pionierin so im Bereich Open Banking. Swissquote hat als erste Bank so im Bereich Kryptowährungen etwas lanciert. Die Glarner Kantonalbank hat den Hypermarkt lanciert, also die Online-Hypothek. Und ich glaube, solche Player haben auch dafür gesorgt, dass es Dynamik und Innovationen gibt. Der Schweizer Bankenplatz, der ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem der weltweit führenden Zentren für das Geschäft mit der Vermögensverwaltung angestiegen. Wenn wir jetzt auf das Digital Banking blicken, wie steht da die Schweiz im internationalen Vergleich? Kann sie hier die Stellung halten? Also wenn man so eine durchschnittliche Schweizer Retailbank nimmt und dann vergleicht mit ausländischen Instituten, würde ich sagen, sind wir irgendwo im oberen Dritten oder oberen Viertel. Was uns ein bisschen fehlt, sind die ganz großen Pioniere. Also wenn man es in Australien sieht, zum Teil auch in Asien sieht, hier sind wir nicht ganz an der Spitze. Also auch unsere beste Bank mag ja nicht mit den besten Banken im Ausland mithalten. Also insofern würde ich sagen, wir sind nicht schlecht, aber unser Anspruch müsste sein, auch in diesem Bereich ganz oben mitzuspielen. Es läuft ganz viel im Digital Banking. Welche Trends beobachtest du in der Schweiz, aber auch international? Ja, da gibt es ganz verschiedene Themen. Das eine ist das Thema Bargeld, also das Payment, das wird immer digitaler. Leute bezahlen immer mehr mit Karte oder auch mit Mobile Payment. Das ist ein Teil. Dann ein weiteres Thema, das Banken nun endlich entdeckt haben, ist so das Data-Driven Banking, also dass man mit Hilfe von Daten versucht, mehr zu personalisieren und auch die Daten etwas besser nutzt. Es geht auch darum, dass Banken auch die IT-Infrastruktur, Architektur umbauen, weil man muss agiler und schneller sein. Und die alten Architekturen haben hier eigentlich nicht genügt. In welchen Innovationen im Fintech-Sektor siehst du großes Potenzial und wie offen sollten die Schweizer Banken ihnen gegenüber sein? Ja, da gibt es auch wieder ganz viele Themen, wo sehr viel läuft. Das eine ist so das Embedded Finance oder auch so Banking oder Fintech as a Service, wo es darum geht, dass andere Player, also Nichtbanken, im Prinzip Finanzdienstleistungen integrieren. Dann generell das Thema Open Banking, dass man sich als Banken öffnet und verschiedene Angebote eigentlich zusammennehmen kann und dann aus einer Hand anbieten kann. Machine Learning ist auch ein Riesenthema. Und dann natürlich noch das ganze Thema von Distributed Ledger Technology, Blockchain. Die ganze Tokenisierung von Vermögenswerten, also auch so digitale Aktien. Ich glaube, das ist ein weiteres wichtiges Thema aus dem Fintech-Bereich, das die Banken sehr stark beschäftigen wird. Vielleicht zum Schluss noch, Andreas, wenn wir so nach Skandinavien blicken, da wird ja Bargeld gar nicht mehr genutzt. Jetzt auch mit Covid ist ja auch so das Digital Banking oder einfach Payment, Mobile Payment oder das Payment mit dem Mobiltelefon ist wirklich enorm angestiegen. Braucht es überhaupt noch die Bankomaten? Wird es die noch lange geben? Ja, also das sieht man natürlich seit 2 Jahren. Also nehmen die Anzahl Bankomaten ab und auch die Transaktionen an den Bankomaten, die nehmen sehr stark ab. Und das kostet die Banken relativ viel Geld, so eine Bankomateninfrastruktur zu betreiben. Und hier stellt sich dann schon die Frage, wenn es weniger Transaktionen pro Bankomat gibt, was macht man in Zukunft, um den Bargeld, die Bargeldversorgung sicherzustellen, wenn die Bargelder, wenn auch die Bankomaten sich reduzieren, die Leute weiter eigentlich Richtung bargeldlose Gesellschaft gehen, muss man neue Lösungen suchen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das die SIX auch sehr stark beschäftigt und mit den Banken zusammen Lösungen erarbeiten muss. Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich begrüße Sandra Lienhardt, sie ist Leiterin Retail und Mitglied der Geschäftsleitung bei PostFinance zum Gespräch zum Thema Fintech und Digital Banking, Chancen am Markt.
Sandra, der Schweizer Fintech-Markt hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem wichtigen, relevanten Anbieter von innovativen Lösungen in der Finanzbranche entwickelt. Welche Bereiche, welche Entwicklungen sind aus Sicht der Retailbanken ganz besonders spannend? Ja, es ist schön zu beobachten, wie die Bereitschaft und das Vertrauen ins Online- und Mobile-Banking gestiegen ist, sei es bei den Transaktionen, in der Beratung oder auch bei Mehrwert-Services. Und für uns natürlich ganz spannend, der Trend zur Digitalisierung zu beobachten, weil auch wir ein digitales Leistungsangebot haben und dieses immer weiterentwickeln wollen. Und wenn man so zurückblickt, oder als die Neonbanken gekommen sind, dann war ihre App eigentlich ziemlich nahe an unserer Banking-App. Sie haben sich positioniert mit einem schnellen Digital Onboarding, in der Regel mit einem gratis Produkt- und Kreditangebot und einer UX, die wirklich intuitiv und spielerisch war. Und dann haben sie gemerkt, dass man irgendwie auch noch Geld verdienen sollte und haben sich weiterentwickelt, richtig Vorsorgen, Vorsorgefonds. Und jetzt, wenn man schaut, gibt es immer mehr Fintechs, die sich auf ein Thema fokussieren, die auch Bedürfnisse antizipieren. Ich denke hier zum Beispiel ans E-Trading oder auch als Impact Investing, wo ich meine persönlichen und ökologischen Werte nach diesen investieren kann, sei es auch Lending. Der ganze Kreditprozess wurde digitalisiert, also vom Kreditantrag quasi bis zur Auszahlung. Und etwas, da denke ich, sind so ziemlich alle Banken irgendwie in den Startlöchern, bei Now Pay Later. Und wo ich ganz gespannt bin, ist, was im Bereich von den KMUs, bei den Geschäftskunden alles noch kommt und ob es dort interessante Anhaltspunkte geben wird. Schauen wir das uns ein bisschen noch genauer an. Welche Chancen bietet Fintech für das Retail Banking jetzt hinsichtlich Digital Banking vor allem, Sandra? Also wenn wir das anschauen, die Entwicklung, vor ein paar Monaten, sage ich fast, haben wir die Fintechs noch sehr stark als Konkurrenten angeschaut. Und jetzt sieht man, dass man auch Synergien hat, dass man zusammen effizienter werden kann und auch Produkte und Lösungen halt schneller auf den Markt bringt. Und jetzt aus Sicht von PostFinance, wo eine breite Kundenbasis hat, wo das Geschäftsmodell, das hybride Geschäftsmodell führt, sprich wir sind digital und physisch unterwegs, sind wir nicht nur für unsere Kundinnen und Kunden attraktiv, sondern auch für die Fintechs. So quasi, wir haben die Kundenbasis und die Standorte und die Fintechs, die innovativen, smarten Produkte und Lösungen. Und da stellt sich natürlich die Frage so vom Make or Buy. Und ich glaube, die Tendenz geht schon in die Richtung, dass man immer mehr auch in den Buy-Bereich geht. Das kann auf verschiedene Arten passieren. Wir können uns einerseits an Fintechs also beteiligen oder aber man kann Produkte, Lösungen entwickeln und dann mit einem White Labeling diese ins Sortiment aufnehmen. Das wäre nämlich eine Frage von mir gewesen. Du hast gesagt, Konkurrenz früher oder Kooperationspartner. Wie stehen sich die beiden Bereiche gegenüber, Fintech und Digital Banking? Macht man da Kooperationen, arbeitet man zusammen oder eben entwickelt man etwas selber? Also so wie ich dich richtig verstanden habe, wirklich von Fall zu Fall, aber es geht eher eigentlich auf Kooperation. Gibt es irgendwo einen Fall, wo du sagst, nein, das macht man lieber selber? Also ich glaube auch, die Tendenz geht eher richtig Kooperation, obwohl wir uns bewusst sein müssen, dass die Digital Attacker natürlich unser Geschäftsmodell kannibalisieren. Aber jetzt aus Sicht von uns in der Zusammenarbeit bringt es natürlich wirklich auch viele Vorteile. Also wir können effektiv Lösungen schneller an den Markt bringen, weil die Fintechs, die bringen einen anderen Mindset mit, die haben andere Kompetenzen, andere Skills, sie sind schneller, agiler und das hilft auch uns wiederum, oder uns quasi in der Produkt- und Prozessverbesserung zu beschleunigen. Und dann
haben die Fintechs natürlich auch etwas Gutes bei uns. Also sie haben eine Bank mit einem starken Brand, mit finanziellen Mitteln, mit einer breiten Kundenbasis und wir können sie so unterstützen. Und ja, wenn wir von Kooperation sprechen und du das so hörst, denkst du, ja, das ist ja ganz einfach. Und dort hapert es natürlich noch ein bisschen, weil wir im Gegensatz zu den Fintechs eine Legacy haben. Wir haben eine komplexe IT-Architektur und Infrastruktur. Wir sind beim Thema Open Banking, offene Kundenschnittstelle, noch mit gebremstem Schaum unterwegs und das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, hat man natürlich vielfach noch das Gefühl, wenn man etwas selber macht, dass es dann doch noch ein Müh besser ist. Also sicher Time to Market, eine Win-Win-Situation, aber auch einige Herausforderungen, die du genannt hast, Sandra. Jetzt, wo es Chancen gibt, wo es gut laufen kann, gibt es auch Risiken. Welche Risiken kommen mit Fintech einher? Ich denke jetzt hier an Sicherheit oder auch Datenschutz. Also ich denke jetzt Datenschutz oder Bankkundenschutz, das ist ein Thema, das die Fintech auf dem Radar haben. Also die wissen haargenau, wenn sie dort ja nicht den hundertprozentigen Standard einhalten, dann sind sie eigentlich ruiniert. Und das klappt auch sehr gut. Also sie sprechen mit unseren Security-Teams, schauen, ob ihre Lösung auch den hohen Standards genügen und decken das ab. Aber die Risiken gibt es natürlich auch aus Sicht der Banken, die mit einem Fintech zusammenarbeiten. Also wir wissen es, nicht alle Fintechs überleben. Also sind die Mittel vorhanden? Ist die Produktidee wirklich so gut am Markt, dass man da am Schluss auch Geld verdienen kann? Und was auch ist, die Fintechs, wenn sie eine Idee haben, dann validieren sie diese mit mehreren Unternehmen, teilweise auch konkurrierenden Unternehmen. Und wenn es dann auf den Markt kommt, darf man nicht davon ausgehen, dass man das Exklusivrecht hat. Sandra, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Aileen.